Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deliver Us Mars. So, wir sind auf dem Weg zu unserem Vater. Wir sind irgendwie kurz vor dem Ende, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir ihn finden. Ich hoffe einfach, dass er noch lebt. Die ganze Zeit konnte er sich nicht entscheiden, stand zwischen den Fronten, zwischen Outward und Homeward. Und alles ist schiefgegangen auf der Marskolonie. Und er konnte niemanden retten. Oder vielleicht doch? Vielleicht werden wir es gleich erfahren. Arche Vita. Sie ist auf jeden Fall noch da und sie sieht auch intakt aus. Ich kann nur hoffen, dass er noch lebt. Ui, wir haben abgehoben. Cool, man kann auch springen mit dem Ding. Das war knapp. Ich glaube, wir müssen hier vorne rum. Okay, hier geht's rein. Arche Vita. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Oh, Gott sei Dank. Da sind Menschen. Und sie scheinen friedlich hier zu leben. Es ist ja unfassbar. Da nicht hoch. Okay, wir sollen da wohl nicht hoch. Wir arbeiten einfach weiter. Eigentlich müssten die gerade ausflippen, dass hier plötzlich ein Fremder reinmarschiert kommt, ne? Sogar ein Teich hier. Mit schönem, sauberem Wasser. Wir haben hier echt voll die Kultur auf dem Mars hochgezogen. Selbst auf dem Boden wachsen schon Pflanzen und so. Krass. Echt krass.
Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Oh Gott sei Dank. Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Die Nachricht kam an. Ja. Das Einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbär. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Ich hätte alles gegeben, um... Isaac, hier Conrad. Hallo. Der Kohlenstoff ist knapp. Wir brauchen noch etwa 1000 TCM von Habitas für den Vita-Ausdruck, also... Es tut mir echt leid. Odem sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Ist das MacArthur's ASI? Ja. Ich habe ihn mitgenommen nach, Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte, es gäbe mehr, aber es, es war ein übler Tag. So viel Trauma. Die Spaltung. Die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp. Nur ein Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitas. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können. Und das ist, ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so wunderschön hier. Fast schöner als auf der Erde. Ja. Die anderen Leute, sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin, oder? Nein, so ist das nicht. Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. Und jetzt? Ach so. Dann doch geschafft. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe lang gebraucht und mehr Ressourcen verwendet, als mir lieb war, aber ich konnte es halt nicht lassen. Er baut das Haus wieder auf. Mir fehlen die Worte. Los, sieh dich doch mal um. Er baut das Haus wieder auf, was vom Sturm zerstört wurde auf der Erde. Das ist ja cool. Wenn du dich umgesehen hast, habe ich in der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Ich will jetzt nicht zu viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest.
Cool. Okay. Okay, wir sollen uns erstmal weiter umsehen. Also oben ist ja unser Zimmer. Das Zimmer konnten wir nie rein. Vermutlich Schlafzimmer der Eltern oder so auf der Erde. Das da ist unser Zimmer. Hier ist noch nichts drin. Okay. Stanley. Hi Isaac. Gute Neuigkeiten. Überwachungsteams haben den alten Standort des Wohnprojekts komplett leer gefressen. Sie sind jetzt unterwegs. Es ist noch mehr, als wir gedacht hatten, obwohl die Staubstürme viel von dem Metall an der Außenseite unbrauchbar gemacht haben. Gut. Ja, klar. Darf ich fragen, ob alles in Ordnung ist? Du hast die letzten Monate so zerstreut gewirkt. Ja, gut. Womit kann ich behilflich sein? Keine Sorge, bin nur beschäftigt, wie alle anderen auch. Wenn mit der Produktion alles geklärt ist, lass mich wissen, wo der nächste Überwachungspunkt ist. Klar doch. Cool. World's best dad. Okay. So, Balkon. Ja, gut, sonst ist jetzt nichts hier. Na gut, dann gehen wir mal runter. Gehen wir mal in die Küche. Also, was ist jetzt die Überraschung? Oh, ich hab da vielleicht übertrieben. Hier ist sie. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber den hab ich gemacht. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als Andenken an dich. Er ist sehr fragil, also bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht? Ich weiß, was hier los war, die Hologramme. Und was du getan hast. Okay. Dann hältst du mich wohl für ein Monster. Nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft dran. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht. Aber damals musste ich sie beide stoppen, bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Die
dich zur Erde zu bringen. Du willst mich zurückbringen? Aber deswegen habe ich die Nachricht nicht geschickt. Ich habe sie geschickt, damit du hierher kommst. Was machst du dann hier? Zurück auf die Erde. Sie werden... Was war der Plan? Was war der Plan? Ich weiß nicht. Aber Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Nein. Arche Habitas liefert uns den Sauerstoff. Arche Vita gibt Leben. Wenn man sie wegnimmt, bricht die ganze Struktur, das ganze System zusammen. Du sagtest doch, es ist hier schwierig. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für uns alle. Ich tat das auch für dich. Hör mir jetzt bitte gut zu, Mondbär. Die Menschheit zerstört die Erde. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf... Schau, was wir vollbracht haben. Die Mondbasis. Outward. Und die Erde retten will niemand? Isaac, hier Amira. Bitte komm. Ja, Amira. Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Ich erkläre alles. Versprochen. Bitte. Okay. Oh Mann. Es ist echt schwierig, ne? Was macht man jetzt in so einer Situation? Einfach auf dem Mars bleiben? Stirbt die Erde? Oder alle vom Mars irgendwie zurückbringen zur Erde? Stirbt die komplette Kolonie hier oben, ne? Also wenn sie die Archen mitnimmt, was sie ja muss. Nee. Bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck? Schnell. Beeilen wir uns. Okay. Gibt's ein Versteck? Ja, keine Ahnung, ob es ein Versteck gibt. Versteck dich. Wir haben nicht viel Zeit. Oh. Man darf uns nicht sehen. Okay, ja, hier im Wandschrank. In den Schrank. Schnell.
Lasst mich das mit Kathy besprechen. Kathy? Kevin war sich sicher, Isaac. Es ist Sarah Baker. Sie muss mit unserem Rover hergekommen sein. Kathy! Wie wissen Sie, wo wir sind? Wie haben Sie uns gefunden? Sie ist weg! Was? Kathy ist weg! Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Findet sie! Bitte! Jetzt! Unison, meine Tochter und der Eindringling sind weg. Verschließt den Eingang. Durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie! Alles okay? Schon gut. Gehen wir. Was ich cool finde, ist, da steht überall der Name des Entwicklers als Folienhersteller auf der Silberfolie da. Kökenfeuer. Interessant. Sarah, was ich getan habe, ich weiß, es war... Ich hab alles gehört. Hab ja auch eine, siehst du? Wir müssen zurück zu Habitas, hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja, wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Arche Vita. Ryan, leite Habitas Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch? Okay, verstanden. Ich gehe zum MPT-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Ja. Es geht. Los, komm. Mir nach. Okay. Ich glaube, jetzt kommt die Flucht vom roten Planeten. Die Frage ist nur, wer geht alles mit? Und was ist mit den Siedlern? Schnell, jetzt! Was denn? Wohin? Hey, hey! Okay, das war falsch. Das schnell jetzt. Ich dachte, ich muss loslaufen. Jetzt. Versteck dich vor den Kolonisten. Kat, beeil dich, sie sind fast da. Ja, wo soll ich denn? Biodrucker doch nicht so lange an. Hey, hey, hey! Wo soll ich denn hin? Sag mal, ich kann nicht drin bleiben, ich kann nicht rausgehen. Wo soll ich denn hin? Jetzt. Ja, jetzt. Hey, hey, hey! Was ist das da denn für jetzt für ein Mist? Jetzt. Ich hasse sowas. Wir können nicht zurück. Wir können den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los, gehen wir. Luft ist rein. Dann sag doch nicht schnell jetzt. Da läuft doch jeder los, du blöde Schrulle, du. Naja, ist echt doof. Okay, ich warte bitte kurz. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja. Ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Überprüfe, ob du einfach reingehen kannst. Ich kann mich... Eher nicht.
Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht, ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie? Und wo? Das ist der Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Jemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich weiß nicht so recht. Treffen wir uns beim Eingang. Okay. Viel Glück. Wir haben sogar Bienen hier. Welche denn Sauerstoffregulierer? Ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Mondbär, bitte lauf nicht davon. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Ich kann dich nicht nochmal verlieren. Nein. Das ist die Pumpe, Ayla. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Okay, da ist zu. Nicht abgeschaltet, nur diese Hitzeschilder bewegt. Wir müssen wohl den Leitungen nach oben folgen, Ayla. Okay. Das heißt, wir müssen die Dinger da übereinander machen. Dann können wir da hochklettern. Sollte so passen. Wir machen die noch ein Stück weiter nach links. Bei der Arche. Wir machen so schnell es geht. Beeilt euch, ja? Ich will der irren Sekte da nicht unbedingt beitreten. Ich versuch's, ja. Ich muss weg. Na los. So kommt man jetzt da nicht hoch. Geht's auf einmal. Na gut. Das funktioniert auch nicht. Die Leitungen. Eine andere Möglichkeit gibt's wohl nicht. Keine Wahl.
Weg zur Anlage frei. Wir treffen uns drin. Okay, wo müssen wir jetzt einfach nochmal runter? Achso, hier ist eine Brücke. Ah. Was haben die denn jetzt hier? Ich kann nicht, Dad. Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Mondbär, bitte. In einen anderen Weg. Da geht's nicht hoch. Hochklettern? Geht auch nicht. Ach, hier. Mittlerweile nichts Neues mehr, also Jetzt sie weg hier. Spulen. Oh, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Geht aber nicht. Okay, dann müssen wir hier hoch. Okay, irgendwie haben wir das gerade geschafft. Ugh. Shit. Mist, wir waren schon oben.
Also das Klettern ist, da kann man was, das könnte man noch ein bisschen verbessern. Ich spring darüber und ich klicke und sie hält sich nicht fest. Ach Mann, ey. Hier sind wir auf jeden Fall mal. Bewegt sich das Ding da auch? Ja, scheinbar nicht. Ja, wohin jetzt? Eigentlich da oben drauf, ne? Ich glaube, wir müssen auf die drauf springen und dann weiterspringen. Können wir. Ich hätte vieles besser machen müssen. Doch mein größter Fehler war, dich zu verlieren. Weiß nicht, ob wir das schaffen bis da drauf. Okay. Dann sind wir jetzt wieder hier. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Nicht, dass wir hier. Nein, das geht nicht. Wir müssen da runter auf die drauf. Und oder müssen wir jetzt in die Mitte springen? Ich glaube, wir müssen jetzt in die Mitte springen. Ne? Und wenn wir da runterfallen, dann sind wir definitiv direkt kaputt. Ich probiere es mal. Okay, das hat funktioniert. Wir bleiben auch drauf stehen. Gut, das sieht erstmal gut aus. Und dann auf den da. Und dann an das Ding da dran und dann nach oben. Hier noch irgendwas oben drüber. Ich bleib mal gerade hier so hängen. Kommt aber gerade, glaube ich, nichts. Ne? Ich sorge dafür, dass du in Sicherheit bist und dass uns nie wieder etwas passiert. Kannst du mich denn hören? Kathy, bitte antworte mir. Okay. So, wir sind oben. Ah. Willst du mich veräppeln? Das blöde Ding dreht sich auch noch in der Mitte. Das finde ich jetzt nicht schön.
Ich weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist, aber... Okay. Also, so, mein lieber Scholli, High Voltage, Also, hier können wir ja mal ausnahmsweise klettern, ganz normal. Yay. Hör mir jetzt bitte gut zu, Mondbär. Klar, kannst im Kopf ausrechnen, ne? So, was ist unser Objective? Verschwinde mit der Arche Vita, sprich mit Dad. Achso. Sperren Sie mich weg. Ich wäre wieder fort. Cat? Sarah? Kolonisten auf der Brücke! Die Archen müssen bleiben für die Kolonie. Cat, bitte bleib du für mich. Nur du hast mir hier gefehlt. Bitte, Mondbär. Bleib. Bitte. Ich hab's. Die Startsequenz läuft. Triebwerke starten. Ich versuch's. Kathy, gehen wir. Kat. Tut mir leid, Dad. Tut mir leid. Nein! Automatische Startsequenz eingeleitet. Los zur Arche! Betreten Sie Arche Vita sofort. Abflug bevorstehend. Oh, Sarah! Warte, ich hol dich! Wir packen das! Halt dich fest! Wie am Anfang. Wie ganz am Anfang. Damals hat man uns von der Startbrücke runtergerettet. Dad!
sie haben ihn doch nachts noch gerettet. Automatische Startsequenz eingeleitet. Manuelle Crosschecks starten. Kat? Du schaffst das. Okay, so, was müssen wir machen? Sarah, Bericht. Hab im Kontrollraum die Startsequenz initialisiert. Verstanden. Überprüfe nochmal die Systeme. Initialisiere Abdichtung. Diagnose fehlgeschlagen. Was da? Überprüfung erfolgreich. Überprüfe Luftzusammensetzung. Stickstoff 78. Und Sauerstoff 22. Alles klar. Initialisiere Adduktor einfahren. Adduktor einfahren. Ja. Nein. War das jetzt falsch? Sarah, Leitungen lüften. Bodenstartsequenz. Automatische Bodenstartsequenz aktiv. Fahre Ort. Ist schon eingefahren. Okay. Fahre Hilfsaggregate hoch. Ja, die sind hier. Ventilarmsteuerung aktiv. Was müssen wir machen? Den? Wo müssen wir ihn denn hinrotieren? Wo ist er sonst nichts, ne? Wahrscheinlich zurück. Achso. Wir sind hier raus. Lüftungshaube eingefahren. Visiercheck bereit. Bereit. Transfer von Bodenenergie zur eigenen Energie. Hier. Transfer abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Schalldämpfungssystem aktivieren. Aktiviert. Starte Helium-3-Schubdüsen. Achso. Start! Start! Oha. Alle Kolonisten bleiben zurück. Oh Mann. Wie schön, dich zu hören.
Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich, Imzadi. Ich dich auch. Ihm geht's gut. Es tut mir so leid, Sarah. Einfach alles. Ach, Kat, zum Schluss hast du ja richtig gehandelt. Darauf kommt's an. Warum bist du mir gefolgt? Ich weiß nicht. Falls du Isaac suchst, seine Bitte habe ich erfüllt. Folge dem Korridor. Danke. Hast du ihm denn schon das von Claire gesagt? Nein. Ich werde es ihm aber jetzt sagen. Viel Glück. Okay. Oder hat jetzt Ryan die Kolonisten alle an Bord gehabt? Hat jetzt gerade irgendwie so verstanden. Er treibt ein Comic in der Luft. Mit zunehmender Gewöhnung an den marsianischen Lebensstil versteht und begrüßt der Astronaut ihre Zeremonien und Rituale. Der Astronaut wird nicht mehr von Konflikten auf die Probe gestellt, sondern der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, der Pflicht, zusammenzubleiben und jeden Tag hart zusammenzuarbeiten, um das Gleichgewicht der Kolonie zu erhalten. Es ist ein Leben voller Beschwerden und nie endenden, wollenden Hürden. Doch der Astronaut hat dieses Leben bereitwillig gewählt. Anmerkung des Autors. Wie Sie an der Zusammenfassung vielleicht bemerkt haben, haben Amira und ich beschlossen, die Geschichte von Marsman abzuschließen, da wir uns auf etwas Besonderes vorbereiten. Für Unison wird das sogar eine Premiere werden. Wir danken für die Unterstützung und harte Arbeit während dieser schweren Jahre. Wir lieben euch alle und nun beginnt eine Reise ohne zentralen Konflikt oder dramatischen Geschichtsstrang. Hier beginnt die Arbeit, schlicht und ergreifend. In Liebe, Konrad und Amira. Und? Notiere ich. Jo. Okay. So, sprich mit Isaac. Was ist denn da für ein Zauberstab? Setz dich doch. Pangea. Dieses Ding ist vielleicht das größte Wunder, das mein Dad je konstruiert hat. Ich glaube nicht, dass jemand auf der Erde überhaupt glauben könnte, dass so eine Maschine existiert, bis sie sie mit eigenen Augen gesehen haben. Ist das der Biodrucker oder was? Da kommen wir gerade falsch rum. Wo ist er denn hin? Ach, der sitzt da unten? Okay. Sitze im Haus. Wir haben lange nach dem richtigen Biopolymer gesucht. Schließlich hat es jemand gefunden. Nun erschaffen wir Natur. Wir werden viel mehr davon drucken müssen, wenn wir die Erde retten wollen. Komisch. Der Tag deiner Geburt fiel mir gerade ein. Du weißt das wohl nicht, aber ich hab dich und deine Mom an dem Tag fast verloren. Wirklich? Ja. Liz brachte dich zur Welt. Es hat so schlimm gestürmt wie noch nie. Der Strom fiel so gut wie jeden Tag aus. An dem Tag hat's den Krankenhausgenerator überschwemmt. Es war nicht wirklich optimal, um es gelinde zu sagen. Du wurdest geboren und deine Nabelschnur war um deinen Hals gewickelt. Und deine Mom wurde ohnmächtig durch den Schock. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich stand einfach in der Ecke rum. Ich sah den Ärzten und Pflegern zu, wie sie versuchten, euch zu retten. Fühlte mich nutzlos.
war vollkommen machtlos. Wenn wir auf der Erde sind, bringen sie mich weg. Du weißt, wir werden nicht zusammen sein, Kathy. Ich weiß. Ich habe es echt versucht, das Beste fürs Bestehen der Menschheit zu tun. Egal, was wir auch tun. Trotz allen Bemühungen, wir finden einfach nicht zueinander. Wir bekämpfen uns, auch angesichts gemeinsamer Gegner oder Ziele. Wir werden uns nicht einig, wie wir das meistern. Unsere Rhetorik wird hasserfüllt, unser Handeln zerstörerisch. Wir stehlen das Brot von anderen, wenn wir hungrig sind und würden aus Habgier ihr Zuhause zerstören. Dies tun wir uns gegenseitig an. Und uns selbst. Als wäre persönliche Bereicherung immer wichtiger als Einheit. Was wollen wir retten, wenn wir es am Ende selbst zerstören? Ich dachte wirklich, dass das, was ich tat, richtig war. Aber weißt du, wer sagt, ob man recht hat? Wer darf das entscheiden? Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich, Imsadi. Ich dich auch. Und selbst wenn man sich sicher sein könnte, dass man auch für das wahre Allgemeinwohl kämpft, warum muss man überhaupt dafür kämpfen? Gott, wie bleibt man da stark? Trotz alledem. Wie bleibt man da? Gut. Man glaubt, dass wir etwas tun sollten. Ich hoffe, du hast recht. Es quillet Hoffnung fort in unserer Brust. Was? Wir können uns bessern. Zurück zur Erde. Wobei ich jetzt sagen muss, das mit den Kolonisten gerade habe ich irgendwie gerade nicht so ganz gepeilt. Er sagte doch, es wäre alles in Ordnung, aber die waren doch tot hinter ihm und er war voller Blut. Kontrollzentrum? Hier Sarah Baker, Kommandantin Mission Opera. Die Mission war erfolgreich. Rückkehr zur Erde. In etwa 6 Monaten, 13 Tagen und 4 Stunden. Kontrollzentrum? Bitte antworten. Dies ist Kontaktversuch Nummer 3. Sind Sie da? Oh je. Sie hätten nie dürfen vom Mars wegfliegen. Keine Erde mehr da. Niemand mehr da. Kein Kontrollzentrum mehr da.
Was ein krass geiles Game. Was eine geile Story. Unfassbar. Der erste Teil war schon geil. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gefallen. Ich fand's super spannend. Ich fand's super umgesetzt an der Spielmechanik. Die kann man noch ein bisschen technisch gesehen ein bisschen verbessern. So, das Klettern ist nicht so richtig geschmeidig. Ist ein bisschen hakelig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber trotzdem. Bestnote meinerseits für dieses Spiel und diese Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play nochmal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis denn. Und tschüss. Yeah.